Okay. Die Kinderhymne von Bertolt Brecht. Wir sind ja alles Menschenkinder, ne? Manche sind klein, manche sind groß, manche sind jung, manche sind alt. So. Anmut sparet, nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht, noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin und nicht über und nicht unter anderen Völkern und anderen Menschen wollen wir sein. Von der See bis zu den Alpen, hallo Bayern, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir unser Land verbessern, lieben und beschirmen wir's. Und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's. So wie anderen Völkern ihr's. Und die Bitten der Kinder, die Häuser sollen nicht brennen. Bomber sollte man nicht kennen. Die Nacht soll für den Schlaf sein. Leben soll keine Straf sein. Die Mütter sollen nicht weinen. Keiner sollte müssen zwingen zu Neuroleptika-Einnahme einen. Alle sollen etwas bauen, dann kann man allen trauen. Die Jungen sollen es erreichen, die Alten des dergleichen. Ja. Mein leiblicher Vater Hans Hagen war Folteropfer der Nazis, wurde 1945 befreit, als die Alliierten kamen und den Zweiten Weltkrieg in den Arsch traten. Und mein Großvater hat den Holocaust nicht überlebt. Der war Insasse einer Psychiatrie, das sogenannte Waldheim. Dort hat er versucht, sich noch in Sicherheit zu bringen, sozusagen. Aber als 1942 die Euthanasiegesetze der Nazis griffen, hat auch mein Großvater das dann nicht mehr in die Freiheit geschafft und wurde dann mitsamt sämtlichen Insassen aus den Psychiatrien im Konzentrationslager ermordet. Gerade im Hinblick auf die Herkunft, die Wurzeln der Psychiatrie und wie die Faschisten die Psychiatrie damals entwickelt hatten. Möchtest du dazu was sagen, was bis in unsere heutige Zeit noch mit hinein gelangt ist, was wir reformieren, was wir verändern wollen?